jetzt bei RFH aktuell am Donnerstag. Das sind unsere Themen heute. Wer ist der schnellste Halberstädter Grundschüler? Stadtfinale Barmer Kindersprint. 25 Jahre Halberstadtwerke. Jubiläumsfest und Tag der offenen Tür. Mit 18 Jahren in den Bundestag. Denise Köcke im Wahlkampf. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Nach einem 3:0-Sieg der Germanen gegen TSG Neustrelitz geht es nun gegen den FC Energie Cottbus auf den Platz. Der Anstoß wird am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen. Die Spieler vom VfB Germania Halberstadt freuen sich auf reichliche Unterstützung der Fans. 25 Jahre Halberstadtwerke. Jubiläumsfest und Tag der offenen Tür. Seit 1992 sind die Halberstadtwerke ein regionaler Anbieter für die Versorgung mit Strom, Erdgas, Trinkwasser, Fernwärme und Gebäudeleittechnik. Hauptversorgungsgebiet ist die Stadt Halberstadt sowie deren Ortsteile. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens veranstaltet das Unternehmen einen Tag der offenen Tür. Tausende Besucher sind gekommen, um die Räumlichkeiten der Stadtwerke zu erkunden oder sich von dem spannenden Bühnenprogramm unterhalten zu lassen. Ein wenig Live-Musik bringt dazu noch das passende Festtagsfeeling. Für die kleinen Besucher wird ebenfalls einiges geboten. Von aktiver Bewegung bis zum künstlerischen Kinderschminken ist für jeden etwas dabei. We were caught up and lost in all of our vices. In your post as the dust settles around us. Dankeschön. Geschäftsführer Dr. Rainer Gerloff ist an diesem Tag nicht nur mit dem guten Wetter zufrieden. Er freut sich selbstverständlich auch sehr über die hohen Besucherzahlen. Ja, ich bin auch total überrascht, dass also wir haben um 10 begonnen, dass um 9:30 schon die ersten Kunden da waren. Es ist sehr, sehr, sehr gut besucht, schon jetzt um diese frühe Stunde. Ich habe mich gefreut, dass ich die Kunden begrüßen konnte. Schöne Sache. Ich bin auch sehr, sehr stolz, das darf ich hier mal ruhig sagen, auf Frau Bresch und Herrn Jung. Zwei ganz junge Mitarbeiter, unter 30 beide, die das Fest organisiert haben. Da braucht man auch ein bisschen Vertrauen in die Jugend und die haben ein tolles Fest organisiert. Passend zum 25-jährigen Jubiläum pflanzt Dr. Gerloff gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt Halberstadt, Andreas Henke, sowie den Auszubildenden des Unternehmens eine Stieleiche im Krienitzpark in Halberstadt. Damit soll noch einmal auf die Bedeutung sowie die Wichtigkeit von Ökologie und Nachhaltigkeit aufmerksam gemacht werden, denn besonders das Thema nachhaltige Energie ist den Halberstadtwerken sehr wichtig. Wir haben hier hinter mir die Eiche gepflanzt. Das hat zwei Bedeutungen. Zum einen haben wir mit den Lehrlingen zusammen ein Projekt organisiert zur Nachhaltigkeit mit den Lehrlingen des Landkreises zusammen. Und die Jugendlichen haben einen tollen Nachhaltigkeitstag auf dem Markt organisiert. Und da ist uns der Gedanke gekommen, Nachhaltigkeit, das heißt, was tun wir für die Zukunft? Dass das ein sehr, sehr wichtiger Beitrag ist, den wir als Energievorsorger leisten müssen. Das tun wir in unserer täglichen Arbeit schon, glauben wir schon. Aber zum einen sind die Lehrlinge, unsere Arbeitskräfte von morgen und die Einwohner von Halberstadt von morgen ein wichtiger Beitrag zur Lebendigkeit, zur Lebenswürdigkeit in dieser Stadt.
Und zum anderen haben uns die Jugendlichen vor Augen geführt, wie wichtig Nachhaltigkeit, Ökologie für unsere Zukunft ist. Und ich finde, ein besseres Symbol als eine Eiche, einen lang lebenden Baum. Ich würde ihm das sehr, sehr wünschen, dass er hunderte von Jahren hier lebt, ein tolles Symbol ist. Deshalb haben wir das sehr, sehr gerne gemacht. Die Stadtwerke sind über 100 Jahre alt. Die Eiche wird wahrscheinlich auch über 100 Jahre alt werden. Wie wird sie in 100 Jahren aussehen? Oh, das weiß ich nicht, wenn Sie mich fragen. Ich glaube, die Eiche wird da stehen, wo sie steht. Hinter Ihnen, hinter der Kamera, ist ein Parkplatz mit Autos, mit Verbrennungsmotoren. Der wird vielleicht ganz anders aussehen in 100 Jahren. Ich tippe mal, da werden Autos stehen, wenn dort überhaupt Autos stehen, werden dort Autos stehen, die keinen Verbrennungsmotor mehr haben, die ökologisch betrieben werden. Wahrscheinlich wird es auch keine Autofahrer mehr geben, sondern die Autos werden selber fahren. Ich glaube, Stadtwerke als Verteilnetzbetreiber, als derjenige, der sich um die Strominfrastruktur, um die Gasinfrastruktur kümmert, die wird es in 100 Jahren auch noch geben, weil wir werden uns in Richtung einer Gesellschaft entwickeln, die ganz stark von modernen, von zukunftsweisenden Energien abhängig sein wird. Und es ist ein toller Job, sich drum zu kümmern. Nachhaltige Energien werden in heutiger Zeit immer bedeutender. Deswegen ist die Stadt Halberstadt froh, einen so zuverlässigen Partner gefunden zu haben, der sich um den Erhalt und die Förderungen der Energien der Zukunft in der Region kümmert. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Vor dem Start ins Wochenende bleibt es wie gehabt grau, nass und windig. Bereits am Freitagmorgen regnet es bei Frühwerten um 14 Grad. Mittags kommen starke Windböen auf und die Temperatur steigt weiter an auf 16 Grad. Am Abend lässt der Regen nach und es kühlt sich wieder ab auf 15 Grad. Über Nacht wird es erneut sehr niederschlagsreich und die Temperatur fällt noch einmal ab auf 14 Grad. Zum Start ins Wochenende erwartet uns schon wieder ein kompletter Regentag bei Tageshöchstwerten von 17 Grad. Fahrzeuge Bögelsack, beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren, wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack, zweimal für Sie in Halberstadt. Wieder ein zufriedener Möbel-Müller-Kunde. Möbel-Müller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Jetzt bares Geld sparen beim Möbel-Sommerschlussverkauf bei Möbel-Müller in Thale mit 20% Rabatt auf alle Möbel-Neubestellungen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Hotel Stubenberg, ein Ort zum Wohlfühlen. Genießen Sie die frisch zubereiteten regionalen Speisen im Restaurant oder die leckeren Spezialitäten vom Grill im rustikalen Biergarten. Feiern Sie mit der Familie, mit Freunden oder Kollegen im stilvollen Ambiente. Übernachten Sie in komfortablen Zimmern mit Balkon. Und die attraktive Aussicht gibt es gratis dazu. Das Team vom Stubenberg wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
mehr Bewegung mehr Spaß bedeutet. Wenn aus vielen Atemzügen ein Moment der Ruhe wird. Wenn aus einer kleinen Familie ein großes Glück wächst. Dann ist unsere Gesundheit in besten Händen. AOK, die Gesundheitskasse. Thiele Columbus und Primacom werden eins. Und jetzt gibt's das Beste von beiden. HDTV, Internet, Telefon und Mobilfunk. Mehr Netz, mehr Leistung, mehr Auswahl. Und Highspeed-Internet mit bis zu 400 Mbit Power. Bis zu 25 mal schneller als herkömmliches DSL. Sparen Sie mit unseren günstigen Dreier-Kombis. Bereits ab 24,99 monatlich. Thiele Columbus und Primacom. Das ist echte Kabelpower aus der Region. Meine Stadt, mein Netz. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Wer ist der schnellste Halberstädter Grundschüler? Stadtfinale Barmer Kindersprint. Volksfeststimmung auf dem Fischmarkt. Die Barmer hatte den Kindersprint nach Halberstadt geholt. Die Barmer ist ja eine der größten Krankenkassen in Deutschland und uns ist es besonders wichtig, dass wir frühestmöglich anfangen, Gesundheit zu fördern. Das tun wir durch sportliche Aktionen, wie zum Beispiel den Kindersprint. Wir binden hier auch gesunde Ernährung mit ein, um die Kinder schon früh zu fördern und für das Thema zu sensibilisieren. Und hoffen natürlich zusätzlich, dass hier in unserer Region die Kinder dann auch in die Vereine gehen, um dort Sport zu treiben und sich aktiv zu beteiligen. Über 400 Schüler der 1. bis 4. Klasse wollen zeigen, wie sportlich sie sind. Die besten Grundschulklassen hatten sich bereits im Vorfeld für diesen Stadtausscheid qualifiziert. An den Schulen wurden die Vorläufe durchgeführt. Das hat die Firma Xpika übernommen. Die haben mit den einzelnen Klassen dann die Vorläufe durchgeführt und für den Finallauf eingeladen. Und der findet dann heute hier auf dem Fischmarkt statt. Und ich glaube, das wird eine grandiose Aktion heute. Schirmherr der Veranstaltung, Oberbürgermeister Andreas Henke, begrüßt die zahlreichen Teilnehmer und natürlich alle, die sie anfeuern wollen. Na, es war ganz Tolles und das sage ich nicht nur, weil ich ja selber vor meiner Amtszeit auch mal Mitarbeiter der Barmer Krankenversicherung war, sondern weil ich weiß, dass alle Krankenkassen in Deutschland ihren Fokus nicht nur auf die Übernahme von Krankheitskosten richten, sondern vielmehr auf die Prävention. Das heißt, sie wollen verhindern, dass es überhaupt erst so weit kommt, dass Menschen zum Arzt müssen. Und da fangen sie schon ganz früh an bei den Kleinsten. Und dazu dient auch diese heutige Kindersprint-Aktion. Das heißt, Kinder zu motivieren, sich a, gesund zu ernähren, ausreichend zu schlafen und natürlich fit zu sein für die Bewegung. Gestartet wird in den entsprechenden Altersklassen und bewertet wird getrennt nach Jungen und Mädchen. Alle sind natürlich hoch motiviert und können es kaum erwarten. Weil wir Sport mögen. Weil Spaß macht. Ich bin die schnellste von den Mädchen. Weil ich gewinnen möchte. Weil ich zeigen will, wie schnell ich bin. Die Eltern sind natürlich zum Anfeuern und Daumendrücken mitgekommen. Ja, ich begleite meine Tochter hier, bin stolz auf sie, dass sie heute dabei ist. Ja. Das ist eine sportliche Aktion, die Kinder sind alle untereinander zusammen. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Endlich fällt der Startschuss. Jetzt heißt es für die Schüler, so schnell wie möglich zu sprinten. Angefeuert von ihren Klassenkameraden wird der Parcours durchlaufen. Und zwar haben wir natürlich unsere Technik mitgebracht, damit die Kinder nachher nicht per Hand gestoppt werden müssen, was natürlich sehr ungenau wäre, sondern der Computer misst an 4 Punkten auf dem Parcours. Hier zu sehen durch die 4 kleinen Geräte, die ähnlich aussehen wie Kameras. Da haben wir einmal am Anfang die Antrittszeit oder die sogenannte Reaktion. Dann das Sprintvermögen, sprich der Hinweg wird im Sprint absolviert, so schnell rennen wie man kann. Und der Richtungswechsel, das heißt einmal die Drehung hinten und dann mit Pendelvermögen ist dann der Wert gemeint, der beschreibt, wenn die Kinder auf dem Rückweg im Slalom 4-mal hin und her zurückkommen.
Das wird dann alles zusammengerechnet. Unten zur Gesamtzeit steht dann auch immer noch mal groß oben drauf. Und wenn die Kinder gelaufen sind, bekommen sie von uns einen Zettel mit nach Hause, wo alles mit drauf steht. Die Barmer hatte sich für diese große Sportveranstaltung Sponsoren und Unterstützer mit ins Boot geholt. Ich unterstütze die Kindersprintaktion, weil ich selbst als Kind sehr, sehr viel Sport getrieben habe und sportlich unterwegs war und der Meinung bin, dass das für die grundsätzliche Lebensentwicklung was ganz, ganz Wichtiges ist. Also Kinder, treibt Sport! Die Kinder können diese tollen kleinen Rucksäcke bei uns noch gewinnen, wenn sie hier entsprechend mit ihrem Gutschein vorbeikommen. Wir arbeiten mit Explica seit 3 Jahren zusammen. Wir gehen in die Kindergärten, Miriam-Lundner-Schule, in die Grötbahn-Torstraße und machen da ein gesundes Frühstück mit den Vorschulklassen oder mit den Vorschul-Kindergartenkindern, um eben eine gesunde Ernährung zu fördern, zu zeigen, was man essen kann, was man essen sollte. Sie laufen, kriegen dann 2 Loszettel mit 2 Einkaufskörben und kriegen einen Becher geschnittene Melone und so ein paar Kleinigkeiten, Giveaways vom Payback, Fahrradanhänger, Leuchtkugeln und sowas. Wir sind ja offizieller Partner dieser Region und sind natürlich daran interessiert, die Beweglichkeit und die Sportlichkeit unserer Kinder zu fördern. Die Kinder können auch an ihren Stand kommen. Was bekommen die? Natürlich, wir haben verschiedene Sachen für die Kinder. Wir haben Trinkflaschen für den Sportunterricht zum Beispiel. Wir haben Frisbees, wir haben Jojos, Malhefte für die Schule. Es ist alles dabei. Und die Barmer ist mit einer T-Wall vertreten, an der man einmal probieren kann, schnellstmöglich Reflexe zu zeigen und dann für das Gewinnspiel gute Karten zu haben. Wir haben als Barmer Halberstadt organisiert, dass wir ein Trikot mit allen Unterschriften der aktuellen FC Magdeburg-Mannschaft organisieren konnten und ein Trikot der Germania Halberstadt-Mannschaft sowie Tickets für Spiele von Germania Halberstadt und vom FC Magdeburg, zu denen man dann mit einer Begleitperson kann. Es geht nicht nur um die sportliche Motivation für einen Tag. Die Barmer und ihre Partner wollen erreichen, dass sich die Kinder mehr bewegen und möglichst auch in einer Sportgemeinschaft kontinuierlich trainieren. Der Kindersprint ist wirklich der Grundstein dafür, dass wir Kinder und die Familien animieren wollen, in den Sport zu gehen, vielleicht auch in den Verein. Und genau da greift das nächste Projekt ein. Das ist der Azubi-Übungsleiter. Das ist ein Projekt, was wir auch gerade bundesweit mit der Barmer zusammen aufbauen. Da geht es darum, dass wir aus der Kommune mit den Unternehmen und mit den Vereinen neue Trainer ausbilden mit dem organisierten Sport zusammen. Und die Trainer werden eingesetzt für Schul-AGs, für Vereine und für betriebliches Gesundheitsmanagement in den Unternehmen direkt. Wenn es um sportliche Motivation geht, dürfen auch die großen Vereine der Stadt nicht fehlen. Ja, weil wir als Verein natürlich den Kinderfußball voranbringen wollen. Wir wollen den Kindern was bieten und deswegen unterstützen wir die ganze Sache hier. Ja, wir haben noch so ein kleines Projekt vor. Wir möchten nämlich den Kindern in den Ferien und in der Freizeitgestaltung noch ein bisschen unterstützen. Mit so einer Art Ballschule, dass die Kinder da gefördert werden. Der HT 1861 hat an diesem Tag sein Familienfest und will ebenfalls mit seinen Aktionen die Kinder der Stadt zum Mitmachen und Sporttreiben animieren. Beim HT findet heute unser jährlicher Familientag verbunden mit der Saisoneröffnung statt. Und unser Ziel soll es heute sein, dass wir unsere verschiedenen Sportarten vorstellen und jeder, der uns heute hier besucht, sich einfach mal ausprobieren kann, um eben an allen Stationen einfach sich mal zu testen. Viele Unternehmen und Vereine haben diesen Barmer Kindersprinttag zu einer Erfolgsveranstaltung gemacht. Für die Kinder geht es in erster Linie um den persönlichen Erfolg. Viele von ihnen haben ihre Zeiten aus den Vorläufen verbessert.
Alle erhalten nicht nur einen Laufzettel mit den entsprechenden Zeiten, sondern auch aus den Händen von Oberbürgermeister Andreas Henke und Germania-Spieler Florian Beil eine Urkunde überreicht. Die Sieger dürfen dann aufs Treppchen steigen und erhalten zusätzlich eine Medaille. Den Gewinnerpokal der ersten Klassen erhalten Leon Rude und Lea Charlene Benner. Die 10 schnellsten Schüler und Schülerinnen jeder Altersklasse haben sich außerdem für das Regionalfinale qualifiziert. Aber gewonnen haben alle. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV-Teletext ab Seite 301. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen 4 Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Seht, da ist der Mensch. Die neue Ausstellung zum Reformationsjubiläum 2017. Entdecken Sie bis zum 5. November Kunstwerke zum Thema Mensch, Religion und Selbsterfahrung. Im Kunstmuseum Kloster unserer lieben Frauen in Magdeburg. Nähere Informationen unter www.mensch.kunstmuseum-magdeburg.de. Mit 18 Jahren in dem Bundestag. Denise Köcke im Wahlkampf. Politisches Engagement ist bei dem jüngeren Teil der Bevölkerung eher nicht die Regel. Denise Köcke beweist jedoch genau das Gegenteil. Mit ihren 18 Jahren tritt sie zur Bundestagswahl 2017 für die FDP an. Im Moment ist sie noch Schülerin am Gymnasium Martineum in Halberstadt und steht kurz vor dem Abitur. Doch bald könnte sie im Deutschen Bundestag für Veränderungen sorgen, sollte sie gewählt werden. Wir stehen hier inmitten der Domstadt Halberstadt auf dem Fischmarkt und das mit der wahrscheinlich jüngsten Bundestagskandidatin überhaupt. Für die FDP geht sie an den Start, Denise Köcke ist ihr Name und direkt neben mir steht sie. Mir ist meine persönliche Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben am wichtigsten. Und die FDP sehe ich als die einzige Partei an, die halt wirklich das Individuum in den Fokus stellt. Ja, alle anderen Parteien reduzieren einen immer so als Subjekt XY innerhalb einer Gruppe. Ja, machen die Schublade auf, stecken alle rein, Deckel drauf und dann wird dafür Politik gemacht. Die FDP sucht aber nach individuellen Lösungen, ja, sodass jedem die größtmögliche Freiheit bleibt. Ja, und das ist auch das Menschenbild, was ich vertrete. Der zweite Punkt ist halt Chancengerechtigkeit.
Ja, also ich bin selbst Bildungsaufsteigerin. Ich weiß auch ein Stück weit, was einem da für Steine in den Weg gelegt werden. Nach wie vor ist es so, dass der Geldbeutel der Eltern über jemandes Zukunft entscheidet. Und das darf nicht sein. Und es ist ziemlich schade eigentlich, dass dieses Thema soziale Gerechtigkeit immer so sehr von den Parteien des linken Spektrums besetzt wird. Dabei haben wir Liberale da auch wirklich super Lösungsansätze. Ja, wir wollen halt jeden auf dasselbe Niveau heben, sodass jeder dieselben Chancen hat und von da aus alles werden kann, was er möchte. Was derjenige dann schlussendlich tut, das ist jedermanns eigene Entscheidung und da hat der Staat auch nichts reinzureden. Und was machst du jetzt eventuell anders in der Partei, in der FDP, als das alte Urgestein? Naja, ich habe natürlich neue Ideen. Aber unser Slogan der FDP ist ja auch, denken wir neu für diese Bundestagswahl. Und wir brauchen neue Ideen, damit wir neue Wege gehen können. Ja, das sind natürlich thematisch ein paar Aspekte. Also ein Stück weit muss die FDP auch von innen aufgemischt werden. Diesen Prozess haben wir in den letzten 4 Jahren begonnen. Das finde ich sehr vorbildlich. Wir sind zu Recht aus dem Bundestag geflogen und ansonsten wäre ich auch nie eingetreten. Ja, aber natürlich denke ich, dass es das Wichtigste ist, dass mal Menschen über Themen reden wie Bildung oder wie Rente, für mich die 2 wichtigsten Themen dieser Generation, die davon Ahnung haben, die da mittendrin sind. Also ich gehe noch zur Schule, ich bin da involviert. Ich habe dahingehend natürlich die Expertise und das möchte ich einbringen. Und was ist mit dem Abitur, wenn du jetzt wirklich im Bundestag kommst und einen Platz kriegst? Ja, das wird weitergemacht wie bisher. Wer das eine will, muss das andere mögen. Und warum soll ich persönlich zur Wahl gehen und wählen? Oder die Zuschauer? Naja, denn ich sag mal, nicht wählen ist natürlich keine Lösung. Ja, also wer seine Stimme abgibt, der hat erstens das Recht, nachher zu meckern. Zweitens, selbst wenn man glaubt, dass nichts passiert, was ja eigentlich auch nicht stimmt. Ja, also zum Beispiel, ich möchte was bewegen. Natürlich, ich bin nur eine Person. Ich kann auch keine großen Versprechungen machen. Ich bin immer, das ist jeder innerhalb einer Demokratie, auf Kompromisse angewiesen, so traurig es ist. Ich bin auf die Kollegen in meiner Fraktion angewiesen. Aber das Einzige, was ich versprechen kann, ist, dass ich mit voller Leidenschaft rangehe. Und ich sage mal, wir haben hier vor Ort eine Stillstandspolitik, die wirklich keinen Maßen gleicht. Ja, es muss mal irgendjemand einen Schritt in die richtige Richtung tun. Und weniger als nichts tun kann ich auch nicht. Und das kann kein anderer Kandidat, egal für wen man schlussendlich wählt. Große Freiheit, Liebe, Lust und Leben. Okay, was hast du dazu zu sagen? Was verstehst du unter der großen Freiheit? Also, hier dreht sich um sexuelle Aufklärung, das ist auch wichtig, wenn ich das mal auf eine politische Ebene übertrage. Ich meine, die FDP ist die Partei der Freiheit. Wir wollen zum einen die Freiheit eines jeden schützen. Ja, wir sind von einem Überwachungsstaat bedroht, also es wurde ja zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verabschiedet, ja, in der letzten Bundestagssitzung, was quasi eine Zensur einfach ist des Internets, ja, und das ist eine Freiheitseinschränkung, die ich so nicht teile, die ich so nicht hinnehmen möchte. Also ein Staat sollte in der Lage sein, für Sicherheit zu sorgen, ohne jemandes Freiheit einzuschränken. Ein Rechtsstaat, der gut funktioniert, sollte das auf jeden Fall. Der andere Aspekt ist natürlich, diese Freiheit auch auszuweiten. Ja, und das geht bei ganz kleinen, fast trivialen Sachen eigentlich los. Ja, das geht dabei los, dass man sonntags um 10.01 Uhr in der ganzen verdammten Stadt kein Brötchen mehr findet, weil es ihnen nicht erlaubt ist, zu öffnen. Ja, also diese Ladenöffnungszeiten müssen grundlegend reformiert werden. Warum kann ich als Unternehmer nicht entscheiden, wann ich meinen Laden öffne? Ich muss das selber wissen, wann es sich lohnt und wann nicht. Ja, oder die Freigabe von Cannabis. Das ist noch so eine Sache. Warum sollte Cannabis legalisiert werden? Es ist doch letztendlich bloß eine böse Droge, die Jugendliche verunglimpft und letztendlich davor hemmt, was zu schaffen, was zu produzieren. Und eigentlich sehe ich doch jetzt bloß die negativen Aspekte von Cannabis. Also zuerst einmal, der Grundsatz des Liberalismus ist ja, die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Ich kann alles machen, solange ich nicht jemand anderes Freiheit einschränke. Und Cannabis, ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, vielleicht haben sich die Hippies in den 80ern unbeliebt gemacht, aber ich sag mal, Alkohol ist auch eine Droge, Alkohol macht auch süchtig, ist gefährlicher. Der Punkt ist, ein Staat sollte mündigen Bürgern nicht vorschreiben, was sie konsumieren und was nicht. Oder mit was sie ihren Körper kaputt machen und mit was nicht. Jeder erwachsene Mensch kann selbstbestimmt handeln und kann selbst bestimmen,
was er zu sich nimmt. Natürlich muss er die Konsequenzen tragen, das ist ja logisch, aber das müssen wir alle. Und von daher sehe ich ja nicht den Unterschied, ob man nun sich betrinkt oder bekifft. Ja, also Statistiken zeigen ja auch, dass die wenigsten Straftaten ja unter einem Rauschzustand, unter Cannabis zum Beispiel, entstehen, sondern mehr unter Alkohol. Ja, der zweite Punkt ist, dass Polizisten wirklich immense Kapazitäten aufwenden, um ein paar Studenten, die in ihrer Bude kiffen, zu verfolgen und einzuknasten. Und diese Kapazitäten, die braucht man wirklich auf der Straße. Die brauchen wir, ja, um echte Kriminelle zu schnappen. Die brauchen wir, um Terroranschläge zu verhindern, besonders in den Großstädten. Aber hier geht es ja auch schon los. Und der dritte Punkt ist, wir hätten damit massive Steuermehreinnahmen, wenn man das Cannabis ordentlich besteuert. Sieht man an dem US-Bundesstaat Colorado, die haben das auch legalisiert, ja, denen geht super damit. Das Geld, was wir dadurch einnehmen, wollen wir als FDP in die Suchtprävention stecken. Und der Punkt ist ja, um nochmal darauf zurückzukommen, das selbstbestimmte Individuum. Jede liberale Politik verlangt Bildung. Und ja, man muss aufklären, man muss sagen, das ist eine Droge, das gibt die und die Konsequenzen, die und die Symptome. Aber wenn man das getan hat, dann muss jeder selbst entscheiden. Und da sehe ich eigentlich überhaupt kein Hemmnis. Und um deine Meinungen und deine Ziele zu verwirklichen, verfolgst du eine spezielle Strategie, um politisch in eine hohe Stellung zu kommen? Ob du mir das jetzt glaubst oder nicht, ich habe da keine Taktik. Also mein Kreisvorstand ist auf mich zugekommen, das war im Februar, ob ich nicht kandidieren wollte. Ich habe mir da Bedenkzeit genommen und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das, weil ich was verändern will. Und das ist mein Ideal. Und ich möchte jetzt in den Bundestag kommen. Und da denke ich auch eigentlich gar nicht über den 24. September hinweg. Das ist jetzt erstmal mein Ziel. Ich bin optimistisch, dass ich das erreiche. Und wenn ich dann im Bundestag bin, dann werde ich knallhart versuchen, das umzusetzen, ja, woran ich glaube, wofür ich einstehe und wofür mir die Leute das Vertrauen geschenkt haben. Und das war's erstmal. Und was dann meine spätere politische Stellung angeht, Politik ist nicht planbar. Politik sollte nicht planbar sein. Ja, das ist kein Beruf, in dem man sich einfach mal auf seinem Sessel ausruhen kann. Dafür muss man immer wieder kämpfen. Und keiner weiß, was in 4 Jahren ist. Ich auch nicht. Weißt du, wie viel Geld du für diesen täglichen Kampf im Monat verdienst? Ja, ich glaube, es sind irgendwie 9.000 irgendwas brutto plus 3.000 steuerfreie Pauschale. Aber wäre jetzt nicht so, dass ich mir das jeden Abend vorrechne und schon eine Liste mache, was ich mir kaufen werde. Ja, aber ein gutes Gefühl mit dem Verdienst als Ziel gibt es ja wahrscheinlich schon. Und dann gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele Urlaubstage wie der Otto-Normalverbraucher. Oder wie ist das richtig? Naja, ich denke nicht, dass ich Urlaub anmelden muss. Ich bin dann in einer freiberuflichen Tätigkeit. Aber mit den Formalien kann ich mich auch beschäftigen, wenn ich gewählt bin. Also jetzt wird erstmal Wahlkampf gemacht. Wir stehen jetzt hier vor einem sehr geschichtsträchtigen Ort. Dann verrat mir mal, was du speziell über die Wiedervereinigung weißt. Ja, ich halte jetzt keinen stundenlangen Vortrag, aber auf jeden Fall, hier liefen ja auch die Demonstranten lang, 1989, unter anderem meine Eltern. Also es ist natürlich immer noch ein emotionales Thema, muss ich sagen. Und es ist ein Ereignis, was natürlich riesige Umwälzungen bedeutete. Und das merkt man ja auch immer noch. Also man merkt ja auch immer noch im Osten, wie halt so sich das aus DDR-Zeiten gehalten hat, dass Leute weniger weggehen. Ja, deshalb, also das ist nicht der Hauptgrund, warum die Innenstädte tot sind. Der Hauptgrund, warum die Innenstädte tot sind, ist, weil wir Unternehmen nicht genug fördern, nicht genug entlasten. Aber da hat es ja seinen Ursprung, dass Leute zu DDR-Zeiten eher in ihrem Schrebergarten saßen und hinter dem Haus und da ihr Grillerchen gemacht haben, statt wegzugehen. Das ist halt in den alten Bundesländern viel verbreiteter. Ja, oder auch, dass Unternehmer immer noch teilweise so antagonisiert werden im Sinne von böse Kapitalisten. Und wie sieht deine Zukunft aus, wenn es mit dem Bundestag vielleicht nichts werden sollte? Naja, also ich werde natürlich studieren, ob ich in den Bundestag komme oder nicht, ist dabei egal. Daran ändert sich also nichts, ne? Psychologie und Philosophie der Plan. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich nicht reinkomme. Am 24. September ist Bundestagswahl. Denise Köcke engagiert sich bereits mit ihren 18 Jahren für die FDP. Auch sie können das ohne viel Aufwand. Sie müssen am 24. September einfach nur ihr Wahlrecht nutzen und ihre Stimme abgeben.
Veranstaltungen im Harz. Na klar, am Samstag gibt's kein Halten, denn dann findet wieder die Baby- und Kindersachenbörse in Westerhausen statt. An diesem Samstag startet wieder die Baby- und Kindersachenbörse auf dem Schützenplatz in Westerhausen. Hier gibt's in großer Auswahl die coolsten und trendigsten Klamotten für eure Knirpse. An über 30 Ständen zum Schnäppchenpreis. Und für zwischendurch den Original-Westerhäuser Kuchen. Hausgemacht! Also Termin vormerken und vorbeikommen am Samstag von 14 bis 17 Uhr auf dem Schützenplatz in Westerhausen. In der Kaffeerösterei Löper in Halberstadt dreht sich am Freitag, dem 8. September, alles um das Thema Antiquitäten. Das Ostharzer Antiquitätenteam, verstärkt durch einen bekannten Antiquitätenhändler aus der beliebten ZDF-Serie Bares für Rares, wird an diesem Tag ihre Kunstschätze begutachten und schätzen. Pro Teilnehmer sind maximal 10 Gegenstände vorgesehen. Gemälde können gerne mitgebracht werden. Bei größeren Teilen wie Möbeln genügen Fotos. Allerdings wären dann Angaben wie Holzart und Abmaße nötig. Fit und energiegeladen in den Tag. So lautet das Motto zum Sportfest in Blankenburg. Mit den Olympioniken in den Herbst. Tatjana Hüfner und Marcel Hacker sind ihre Trainer am 10. September von 10 bis 16 Uhr bei RM Balance in der Wilhelmstraße 4. Testen Sie die vielfältigen Angebote, zum Beispiel die Rodelstartrampe, das Kleinbus-Wettziehen oder den Energieerlebnispfad der Blankenburger Stadtwerke. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Der Ausflugstipp auf den Spuren von Europas größter Wildkatze. Wer sich über die vom Aussterben bedrohte Katze informieren möchte, ist im Besucherzentrum in Bad Harzburg an der richtigen Adresse. Das Haus der Natur bietet mit seiner interaktiven Erlebnisausstellung auf rund 400 Quadratmetern Informationen rund um die Pflanzen- und Tierwelt des Harzwaldes. Erleben Sie die Natur mit allen Sinnen. Hören Sie das Röhren des Hirsches. Ertasten Sie Gegenstände, lernen Sie Hölzer unterscheiden. Stellen Sie Ihr Wissen unter Beweis und schauen Sie in Deutschlands größtem Ameisenformikarium den fleißigen Tieren bei der Futtersuche oder beim Nestbau zu. Sie erfahren hier auch das Neueste zum Lux-Projekt des Nationalparks. Filme und Anschauungstafeln informieren Sie über die Lebensgewohnheiten der größten Wildkatze Europas. Wer einen lebenden Luchs sehen möchte, kann zum Gehege an der Rabenklippe wandern oder einen Teil der Strecke mit der Burgbergseilbahn zurücklegen. Von April bis November fährt auch ein Bus direkt von Bad Harzburg zu den Rabenklippen. In der Nationalparkgaststätte mit dem herrlichen Ausblick können Sie sich stärken, bevor Sie dann mittwochs oder samstags jeweils um 14.30 Uhr an der Schaufütterung der Luchse teilnehmen. Das Luchsgehege wurde aus einem einfachen Grund angelegt, um den Menschen hier im Harz und Harzer Umgebung die Angst zu nehmen vor dem Luchs. Wir Menschen haben die Eigenschaft, was wir nicht kennen, schützen wir auch nicht. Und was wir kennen, das schützen wir. Und durch dieses Gehege haben viele Menschen hier im Harz den Luchs kennengelernt und mittlerweile ist er im Harz ein Sympathieträger geworden. Wer bewohnt das Gehege und woher kommen die Luchse? Das sind jetzt einmal Ellen und Alice, die kommen aus München-Gladbach, der Paul kommt aus Bielefeld, dann ist die Pamina als Handaufzucht hier und der Tamino kommt aus Finnland ab und war ursprünglich vorgesehen für das Luchs-Auswilderungsprojekt. Allerdings im Auswilderungsgehege hat sich herausgestellt, dass er dafür nicht geeignet ist und aus diesem einfachen Grund kam er dann hierher. 200 bis 400 Schaulustige stehen dicht gedrängt hinter der Absperrung. Wenn Ralf Wojtisek über die Luchse erzählt und dann in die Kiste greift, um sogenanntes Fallwild zum Verfüttern ins Gehege wirft. Das ist das Wild, was vom Auto totgefahren worden ist. Oder Wild,
was von der Jagd nicht verkauft werden kann. Und wenn das nicht ausreicht, wird eben noch Rindfleisch dazu gefüttert. Am Gehege erhalten die Besucher zahlreiche Informationen über die Luchse und können die Tiere aus nächster Nähe betrachten. Viele von ihnen haben noch nie Europas größter Wildkatze so in die Augen geschaut. Also ich finde es eher süß und ich fand es auch interessant, weil man es halt sowas halt nicht jeden Tag sieht. Und, ja. Also ich hatte die schon mal im Zoo gesehen und ich habe jetzt dazugelernt, wo die herkommen, wie die leben. Also ich fand es sehr spannend, so zu sehen, wie die sich so annähern an Menschen und so. Also ich fand es echt gut. Hier sind die Luchse hinter Gittern. Dank des im Jahr 2000 erfolgreich gestarteten Luchsprojektes wurde Europas größte Raubkatze gezielt in den Harzer Wäldern ausgewildert.